Linz und das Ganze spielt sich in der ersten Landesliga ab. Auch wenn von Seiten des LASK immer wieder betont wird, dass doch der FC Blau-Weiß Linz nicht mit der ehemaligen Föstmannschaft vergleichbar wäre. Nun, da haben die Fans natürlich ein ganz anderes Wort gesprochen. Und obwohl es irgendwie so ausgesehen hat, dass ob unter Umständen die FC Blau-Weiß Linz Fans nicht auf den LASK-Platz kommen, man hat da ein paar Töne in dieser Richtung gehört, so kamen sie dennoch alle. Es war eine Bombenstimmung und die Ausgangsposition war klar. Der LASK musste punkten, um dem Abstiegstrudel zu entfliehen, und FC Blau-Weiß Linz musste ebenfalls punkten, um den Anschluss an die Tabellenspitze zu wahren. Nette Geste des LASK-Fanclubs vor Spielbeginn, denn mit seiner Hilfe wurde es ermöglicht, auf dem LASK-Platz Betreuerhütten aufzustellen. Ein Schluckerl für Trainer Kondrat und auf geht's in 76. Linzer Derby, LASK gegen Blau-Weiß Linz, vormals SK Föst. Die Stimmung war gut unter den 600 Besuchern, auch das Wetter war bestens. Beide Mannschaften spielten mit entsprechendem Einsatz und so kam es schon in der Anfangsphase foulbedingt zu einigen ganz guten Standardsituationen. Bei dieser kann sich Kramer im Gehäuse von Blau-Weiß auszeichnen. Dann ein Angriff der Gäste. Der Ball erreicht auf Umwegen Hasanovic. Der spielt auf Netzmann, weiter zu Leitner und der hat gepasst. Erster ernstzunehmender Schuss und es steht 1:0 für Blau-Weiß Linz. Freude natürlich bei Harry Leitner und den Fans. Ein paar Minuten später dann folgende Aktion. Martin Gruber auf Steininger. Der wird von Hasanovic attackiert und hebt hier etwas zu früh ab. Er erhält dafür die gelbe Karte. Dann wieder Blau-Weiß über Krahofer, macht das hier schön auf der rechten Seite. Bringt den Ball in die Mitte zu Perzi und es steht knapp vor der Pause 2:0. Blau-Weiß-Verteidiger Prammer geht hier gehörig zur Sache. Andreas Steininger, er schießt beinahe alle Standardsituationen des LASK, flankt zur Mitte. Und mit diesem leicht abgefälschten Schuss hat Kramer so seine Probleme. Dann noch ein Corner für die Athletiker. Ja, solche Chancen darf man in einem Derby nicht vergeben. Letzte Aktion vor der Pause. Freistoß Steininger und auch der Nachschuss geht knapp daneben. Pausenstand 2:0 für Blau-Weiß Linz. Knapp nach der Halbzeit dann folgende Aktion. Gerangel zwischen Gintersdorfer und Demir Jalzin, der geht zu Boden, es folgt eine Schiedsrichterberatung. Wir schauen uns das Ganze noch einmal an. Naja, da waren doch beide Spieler daran beteiligt. Wie auch immer, Schiedsrichter haben keine Zeitlupe. Gintersdorfer erhält rot, eine, sagen wir mal, sehr harte Entscheidung. Danach aber wieder eine Möglichkeit für den LASK nach einem Outenwurf. Steininger kommt an den Ball, tunnelt hier Sturm, aber Netzmann kann klären. Aufgepasst auf die nächste Situation. Krahofer auf Michi Höfer, der flankt zum LASK-Spieler Maschapauer und der buxiert den Ball ins eigene Tor. Es steht 0:3 aus der Sicht des LASK. Spätestens jetzt war alles entschieden. Doch die Konrad 11 zeigte Moral, steckte nicht auf und kam auch noch zu Chancen. Maschapauer auf Hans Steininger, dem jüngeren Bruder von Andreas Steininger, und dem reißt der Ball hier ab. Den Schlusspunkt setzt aber Blau-Weiß Linz. Eine herrliche Kombination, Ewald Netzmann spielt zu Höfer, der weiter auf Marinkovic, ein Haken mit der Ferse und dann befördert er den Ball in den Kasten von Eigner. Endstand 4:0 für Blau-Weiß Linz, Fans und Spieler waren im Freudentaumel, da ist es auch für uns schwer, Interviews zu bekommen. Kommen wir nochmal an. Habe den Hund, den ein besonderes Maskottchen bei den Spielen? Ja, das ist richtig, er bringt mir aber sehr viel Glück, weil meine Freundin am Sportplatz ist. Und das erste Tor habe ich heute meiner Freundin Danita und den Hund ihm gewidmet. Sehr Talisman. Mit dem Spieler ist auch jetzt zufrieden? Ja, mit dem Spiel kann man sicher zufrieden sein. Bis zum 1:0 haben wir jetzt sicherlich verkrampft gespielt. Das erste Tor hat die Verkrampfung bei uns gelöst. Und dann haben wir jetzt sehr stark gespielt bis auf den Ausschluss. Wo das wohl jetzt aus meinen Augen natürlich kein Ausschluss war, weil er ihm sicher keinen Faustschlag geben. Aber dann haben wir sicher unser Spiel aufgezogen und haben das Spiel 4:0 sicher gewonnen. Ja, Sie haben ja gesehen, was für ein Wirbel war nach diesem Spiel. Deshalb gab es auch kein Interview von LASK-Spielern oder dem Trainer. Es war einfach in dieser ganzen Hektik nicht mehr möglich, da noch ein bisschen nachzufragen. Die Freude der Blau-Weißen war entsprechend.